Liebe Waage, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen, was der April für dich bereithält. Wenn du also im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendent Waage bist, dann bitte die Legung auf dich umlegen und das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Für persönliche Hilfe und Unterstützung schau unten vorbei. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten und wir beginnen den April mit einer Tarotkarte, die für dich das Hauptthema symbolisiert, worum es geht. Und ich verbinde mich mit der Waage im Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent und im April 2024. Was ist das Hauptthema, die Hauptenergie für die Waage im April? Oh wow! Große Arkana, die Kraft und Page der Kelche. Für viele ist der Frühling erwacht. Frühlingsgefühle, neue Bekanntschaften, ein verführerisches Angebot oder Einladung und endlich wieder die Kraft zu haben, Gefühle zuzulassen. Viele lernen einen neuen Menschen kennen. Das muss jetzt nicht in der Liebe sein, kann es aber, egal, vielleicht auch auf der Arbeit. Und dieser Mensch hat eine unglaublich tolle Ausstrahlung. Es scheint so, als wäre man auf Herzebene miteinander verbunden. Dieser Mensch kann dir entweder bekannt sein oder komplett neu kennenlernen. Wenn er dir bekannt ist, kann es sein, dass da einfach eine ganz neue Energie entfacht wird und man die Herzebene spürt, egal in welchem Bereich. Es geht darum, dass du diese Kraft immer mehr entwickelst, auf dich und dein Leben umlegst und davon dich nährst. Schauen wir, worum geht es noch bei der Waage im April? Ja, Königin der Münzen. Es geht darum, mehr in deine Kraft, in dein Selbstbewusstsein zu gehen. Es scheint auch, als würden sehr viele Komplimente auf dich zukommen, als würdest du bemerkt werden. Der April könnte, was die Finanzen angeht, sehr gut für dich sein. Es könnte sein, dass du eine Auszahlung bekommst, einen Bonus oder einfach mehr Aufträge. Du hast das Gefühl, sicher zu sein, auch mehr in dir selbst. In deinen Gedanken ist nämlich so ein bisschen der Gegensatz, lange Zeit vielleicht dieses nicht gut genug zu sein oder etwas an dir verändern zu wollen. Du hast jetzt aber die Kraft, genau das wirklich auch in dein Mindset zu shiften, also das Selbstbewusstsein auszudehnen und vor allen Dingen, ja, bezogen auf deine Gefühle, als würde mehr Selbstsicherheit in deine Gefühle kommen. Wichtig ist, sich mehr Zeit zu nehmen. Du sehnst dich nach Ruhe, nach Gelassenheit, nach einer Auszeit. Und hierfür solltest du dir auch mehr Zeit einräumen. In deinem Unterbewusstsein. Neue Ideen, neue Möglichkeiten und vor allen Dingen kann es sein, dass du Gefühle hast, sei es die Frühlingsgefühle, wie auch immer, in welchen Situationen, die du schon lange nicht mehr gespürt hast, auf so eine intensive Art und Weise, wo du sehr dankbar für bist. Etwas Neues, etwas Kreatives möchte ausgelebt werden, aber es scheint so, als würdest du halt nicht genug Zeit oder Raum schenken, damit sich das entfalten kann. Also als würde sich kreative Energie in dir stauen. Achte darauf, das kann vermehrt zu Kopfschmerzen führen oder aber Magenschmerzen. Ein Mensch aus der Vergangenheit oder ja, ein Mensch, der dir viele Impulse gibt, der so ein bisschen was in dir auslöst. Ne? Das kann natürlich auch hier dieser Mensch sein, der hier schon lag. Jemand, der dich motiviert, der dich inspiriert. Sehr ausschlaggebend für deinen Kreativitätsboost und bringt dich mehr in deine Kraft. Also hier auch höre und bitte bleib immer bei deiner Intuition, aber höre auf diese Person oder hol dir immer mal wieder Inspiration.
Wohin entwickelt sich der April für die Waage? Ja, Instabilität, Sicherheit. Es bröckelt immer mehr das, was abfällt. Und unterer Kartenrand 3 der Kelche. Du gehst mehr in die Freude, du gehst mehr in die Selbstsicherheit. Und wie gesagt, auf sämtlichen Bereichen, emotional, materiell. Es ist so, als würdest du dich mehr und mehr kennenlernen. Viele schöne Momente im April mit Freunden, mit verschiedenen Partner, Familie, wie auch immer, Instanzen. Und das ist auch etwas, was dich hier mehr in diese Kreativität, in diesen Fluss bringt. Ein Rat des Universums. Ah, was fällt hier alles runter? Vertraue deinem Weg. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du unterstützt würdest und du bist unterstützt? Also es geht hier wirklich, sich mit Fragen zu beschäftigen. Was wünschst du dir? Was würdest du tun, wenn du sicher wärst? Denn du kommst immer mehr in deine Sicherheit rein und diese möchte ausgelebt werden. Also welchen Traum würdest du dir persönlich gerne erfüllen und beschäftige dich damit? Ja, liebe Waage, ich wünsche dir einen wunderschönen April. Schau gerne bei deinem Aszendenten, Mond, Venus-Zeichen vorbei, leg's zusammen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Vielen, vielen Dank und alles Liebe für dich. Mach's gut.